Leute, wie versprochen, kommt heute wieder ein kurzes Update über den Stand der Bauarbeiten unserer Werkstatt. Und wie ihr sehen könnt, hat sich von außen schon einiges verändert. Ja, von außen wurde unser Holzgerippe jetzt mit sogenannten Sandwichplatten verkleidet. Wir haben uns hier für die wunderschöne Alu-Optik entschieden. Und wir sehen jetzt hier, warum auch Sandwichplatten. Wir haben einmal eine kleine dünne Schicht Alu, dann eine dicke Schicht Isolierung und außen wieder eine dünne Schicht Alu. Ja, und auch eins unserer zwei Sektionaltore ist schon reingekommen. Wir haben hier ein Maß von 3,50 Meter auf 3,50 Meter und wir haben uns natürlich aufgrund, dass wir hier drinnen filmen wollen und dafür so viel Licht wie möglich brauchen, für ein sogenanntes Panoramafenster entschieden. Sprich, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Panoramafenstersektionen drin und unten eine sogenannte Füllschicht hat den Grund, dass wenn von draußen der Regen prasselt, nicht das untere Fenster schon komplett verdreckt ist und somit stark beansprucht ist. Schaut nicht schön aus, besser so eine Füllschicht und das Ganze schaut perfekt aus. Zudem haben wir uns für das Tor noch entschieden, ein sogenanntes Lichtgitter einzusetzen. Sprich, wir haben hier eine komplette Schiene, die von unten bis auf die Höhe von ungefähr 2,50 Meter geht. Und überall die schwarzen Punkte, die ihr seht, das sind sogenannte Lichtschranken. Sprich, wenn das Tor runterfährt und irgendjemand sich in dieser Lichtschranke befindet, stoppt das Tor sofort und verletzt niemanden oder beschädigt auch kein Fahrzeug. An der rechten Seitenwand haben wir uns für ein sogenanntes weißes Profilblech zur Verkleidung entschieden. Sieht nicht nur schön aus, lässt auch die Werkstatt oder lässt den Raum von der Werkstatt auf jeden Fall tiefer wirken. Also es macht echt was her und lässt das Ganze noch größer. Jetzt stehen wir hier an eine der beiden Werkbänken. Ich habe mich bei der ersten und größeren Werkbank für eine Stehhöhe, die perfekt auf mich zugeschnitten ist, entschieden. Und zwar 1,04 Meter. Sprich, wenn ich jetzt hier stehe und irgendwas arbeite, dann stehe ich auf keinen Fall gekrümmt da und habe auf Dauer irgendwelche Rückenschmerzen, sondern ich stehe wirklich relativ senkrecht da und kann perfekt arbeiten. Um die Werkbank realisieren zu können, haben wir einen Holzrahmen zuallererst an diese beiden, also 1 und 2, Stützbalken geschraubt. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal von unten genauer an. So, ihr seht wie gesagt jetzt hier einmal außen herum den Stützrahmen. Auf diesen Stützrahmen kamen dann sogenannte Mehrschichtplatten noch drauf. Und auf die Mehrschichtplatte kam dann noch eine graue oder braune Spanholzplatte drauf. Um diese Spanholzplatten dann auch noch zu versiegeln später, werden diese dann noch mit Leinöl eingelassen. Und bei der zweiten Werkbank habe ich mich für Sitzhöhe entschieden. Sprich, dass ich hier einmal sitzen kann, aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel größere Arbeiten vollziehen möchte, wenn ich jetzt einen relativ großen Motorblock hier drauf stelle, dann wäre das bei der größeren Sitzbank natürlich nicht möglich, weil ich dann hier oben rumschrauben muss. Sprich, für größere Werkstücke kann man dann auch diese Werkbank verwenden und in der perfekten Stehhöhe arbeiten. Ja, und auf der linken Seite haben wir hier unsere Zubi-Tür eingebaut und hier sehen wir jetzt noch schön die unverkleidete Seitenwand, wie die sogenannten Sandwichplatten mit der Innenschicht ausschaut. Jedoch, wie schon gesagt, unverkleidet. Wir werden das Ganze hier natürlich auch noch mit weißem Profilblech verkleiden, wie bei uns auf der rechten Seite zu sehen war. Ja Leute, wie ihr sehen konntet, es hat sich wirklich einiges getan. Es ist aber noch nicht komplett fertig. Das zweite Tor muss noch rein. Der Boden, den wollen wir noch versiegeln. Und natürlich die komplette Elektroinstallation muss noch verlegt werden. Zudem, wenn dann somit die Bauarbeiten abgeschlossen sind, muss die ganze Werkstatt noch eingerichtet werden. Bei den ganzen Themen werden weitere Updates-Videos für euch folgen. Zudem wollten wir uns einfach nochmal bedanken für die wirklich super positive Resonanz, die ihr uns auf unser erstes Video gegeben habt. Mir bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.